denn da? Bin ich gestartet. Okay, und dann wollen wir mal über den schönen kleinen See mit den Seerosen. Darf man auch nur in dieser Fahrrinne fahren. Wo auch immer die ist. Bin ja mal gespannt. Groß ist der ja nicht. Da drüben ist das Ende schon. Eine coole Fahrt. Aber hier ist kleines bisschen Luft. Vorne war ja gar nichts. Hier sitzen die Enten auf der See und aber ich bin ganz schön dicke. Seitname die Seerosen. Muss man hochheben. Cool. Von Wustrow oberhalb nördlich rum durch zwei Seen und dann zur Flemminger Mühle. Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Der andere See, der ist ziemlich groß und das ist für Motorboote verboten. Dann gucken wir mal, wie schick das hier aussieht. So klares Wasser, richtig cool. Richtig cool. Und keine Welle. Das sieht ja ganz schön eng aus, dann schauen wir mal. Na super. Und ich wollte wegen der Hitze diese Tour gar nicht starten. Na, da hätte ich mich ja geärgert. So, über diesen See müssen wir jetzt hier rüber. Schauen wir mal. Hier geht's gerade auf den Gowenowsee. Gleich. Hier ist vor mir gerade einer gefahren. Der hat ganz schön Tempo drauf gehabt. Der schmeißt aber Blasen. Nicht ein Motorboot bis jetzt gehabt. Nicht ein Motorboot. Aber jetzt bin ich gerade durch eine Straße durchgefahren. Aber jetzt fährt auch kein Auto. Oh, noch ziemlich ruhig hier an der Mecklenburgischen Seenplatte. Wir haben Mitte August 2020. Da ist er schon. Der kleine, so ein kleines bisschen, ganz kleiner, länglicher. Nee, der kommt ja erst noch. Oder ich weiß jetzt gar nicht so direkt, wo ich bin. Ich wollte mal auf die Karte gucken. Aber hier ist eine schön ruhige Ecke. Entspannt. Ja, jetzt kommt wieder ein schöner Abschnitt. Die Drosedower Beck. Ja. Aber
aber ein schöner Kanal. Und es ist Samstag und die Sonne scheint, sind viele Leute unterwegs. Aber ich glaube, wir nähern uns einem FKK-Strand. Hier sind immer mehr nackte Paddler. Ich werde mal die Kamera aus. Ja. Solange ich noch nicht auf dem Retzsee bin, kann ich hier noch filmen. Ich habe hier noch einen Kilometer auf dem Kanal. Nördlich von diesem Retzsee scheint wohl ein FKK-Gebiet zu sein. Und da werde ich die Kamera wohl nicht auf dem Boot lassen. Hier ist eine Brücke. Bin ich denn jetzt hier? Noch sind welche angezogen. Aber es kommen immer viele Paddler, die nackt sind, entgegen. Das ist, glaube ich, auch ein FKK-Zeltplatz. Nördlich vom Retzsee. Fußgängerbrücke. Mal auf Karte gucken, wozu die da ist. Scheint eine Wiese zu sein. Die Kinder haben auch Spaß. Flachkörper. Hallo? Da hat eine Familie vorbei. Hallo. Na ja, welche Band von Latt vorbeigefahren? Weil hinter mir kommt ein Familienboot. Ist ja auch nochmal cooler. Der Kanal geht jetzt bis zum nächsten und trifft sich in der Mitte von der Flemmingmühle.
Da ist aber heute erstmal Feierabend. Ich glaube, ich habe Verspätung. Ich habe kein Handyempfang unterwegs. Wir sind ja nur noch 400 Meter. Im Fluss wird es nochmal cool. Jetzt dunkel. Letzte Ende fetzt doch wieder. Und sehen, da ist ja nichts Interessantes. Der war 3 Kilometer, aber so. Wasser. Hier ist mehr wie Wasser. Ich glaube, ich höre die Straße. Kann ja nicht mehr weit sein jetzt. Da warten wir doch. Ja, bin ich hier richtig? Bin ich ja mal gespannt. Fahren. Ja, komisch aus. Wir stehen genau an einem Plakat. Es gibt sogar einen Indoor-Zeltplatz. Heuhotel. Was nicht alles gibt. Aber jetzt ist das wohl kein Indoor nötig. Da ist das alte Mühlrad. Hier kann man sich auch noch mit einem professionellen Zimmermann seinen eigenen Kajak zusammenschustern aus Holz. Ja, hier endet jetzt diese Tour. Bis dann. Tschüss.